So. Ja, wir bereiten momentan alles für den Urlaub vor und das ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Samt weicher Pfirsich. Schöne Farbe bestimmt. Gucken wir mal. Also wie gesagt, wenn man hier wirklich sich hochgelevelt hat, kann man ganz schön viele Wände mit einer Farbfüllung streichen. Das sind ganze Abschnitte, die wir fertigstellen. Zack, zack, zack. Schön wieder voll machen. Okay, schade. Ich dachte, die Ecke kriegen wir noch, aber... ...83%. ...94%. 100%. Sehr schön. Ist jetzt blöd, ne, mit der Farbe, dass sie hier doof rumsteht. Gut, stelle ich die einfach zu der anderen Farbe, die doof rumsteht. So, montiere die Geräte, ist nicht die Problematik. Hier muss man jetzt aufpassen, sonst haben wir nämlich direkt eine Pfützenbildung. So, hier machen wir eine neue Steckerleiste rein. So. Ah, das ist der generelle Unterschied. Was soll ich denn noch hier für Geräte bitte montieren? Was soll denn hier rein, Leute? Hier bin ich echt überfragt mit dem Raum. Lassen wir den Raum einfach mal Raum sein. Gehen wir in den nächsten Raum, kriegen wahrscheinlich den nächsten Schock. Galaken überall. So, einmal ganz kurz drüber wischen. Schon mal die grobste Verschmutzung weg ist. So, Fensterbank noch sauber machen. Türe, Rahmen, alles. Verdammte Erkältung. Ich sage es jedes Mal, Leute. Es geht mir echt auf den Keks. Sehr schön. Nehmen wir mal einen guten Hausstaubsauger. So, Ruhe im Karton. So, muss ein bisschen verrutscht werden, aber dann passt das auch wieder. Zack, zack, zack. Kurz eine neue Dose rein.
Moment. Lol, die hingen einfach nur nicht richtig fest. Ist natürlich doof gemacht. So, wunderbar. Bereinige die Beschmutzung. Haben wir jetzt gleich. Das ist immer so eine kleine Sucherei, finde ich. So manche Kleinigkeiten findet man nicht auf Anhieb. Streiche mit den Farben weiß, dann machen wir das natürlich auch noch gerne. Kein Ding. Ja, streichen ist unsere kleinste und leichteste Arbeit, die diese Häuser hier fordern. Es geht so verdammt schnell. Ist noch nicht mal schweißtreibend für uns. Das ist lächerlich. Aber ich bin ehrlich, dafür würde ich aber auch eine Firma beauftragen, die diesen ultimativen Dreck von gerade eben beseitigt, weil das war ja schon Kakerlaken und alles. Da möchte ich auch als Hausbesitzer nicht wirklich was zu tun haben und dann würde ich auch eine Firma beauftragen, die das für mich erledigen würde. Zack, zack, zack. Entschuldigung. So, 76% haben wir schon. Das ist jetzt nur noch hier diese Fläche so gesehen. So, einmal noch voll machen. Zack, zack. Zack, zack. Aufgabe erledigt. Achso, ja, können wir eigentlich hier in den Raum wieder gehen. Verdammte Scheiße, was für ein Gerät soll ich hier montieren in dieser Scheißbude? Ich kann hier nicht wirklich was montieren. Ich weiß aber auch nicht, was das für ein Symbol sein soll. Licht. Ja, Licht ist doch montiert. Soll man nur eine Deckenlampe machen oder was? Licht muss man nicht montieren. Licht funktioniert einfach. Ah, fuck drauf, so. Nehmen wir den nächsten schönen Raum hier. Der super lecker aussieht. Wie bekommt man das bitte so hin? Huch. So, Bodenfliesen. Keramik. Oh. Okay, die meinen die. Passiert. Kann vorkommen. So, jetzt kommt hier erstmal ein neues Klo rein. Eine neue Heizung. Ne, eine kleine Heizung. Oh, oh, oh. Jetzt läuft's.
Aber passiert. Das fischen wir kurz weg hier. Zack, zack, zack. Und eine Waschmaschine kommt hier, glaube ich, hin. Achso, das ist eine Einbauwaschmaschine. Ne, eine normale brauchen wir. Ich liebe dieses Spiel. Wandfliesen aus Keramik, dunkles Grün und Keramikfliesen Grey. Okay, gut. Wir machen erstmal welche? Dunkles Grün. Dass es echt hässlich aussehen wird. Also hier soll zwar eine Waschmaschine rein, Leute. Aber ich habe das Gefühl, dass die hier nicht reinpasst. Durch die Heizung. Oder durch das Klo. Aber ich kann weder noch abmontieren, weil irgendwie diese Reihe an Befehlen nicht mehr existent sind. Sehr schön. So, wir kaufen dieselben nochmal. Und wenn wir das fertig haben, nehmen wir die anderen Fliesen hoch. Ist so behindert, Leute, mit diesen dicken Fingern, echt. So. 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 Obwohl ich sagen muss, es sieht schön aus. Es hat tatsächlich Stil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das gut aussieht, aber so leicht kann man sich täuschen. Müssten hoffentlich... Ah, es ist nur eine. Schade. Ja, dann kaufe ich halt noch ein Paket. So, meine Güte. Es bleibt da eh alles hier rumliegen. Ich kann es noch nicht mal verhökern, Leute. Boah, dieser Raum ist... Dieses Level ist verbuggt ohne Ende. Ich räume jetzt hier kurz auf und hoffe danach, dass ich hier abhauen kann. Weil das ist ja echt nicht... mehr feierlich. So, Moment. Ich glaube, wenn ich hier mit den Fenstern jetzt fertig bin, dann müsste das eigentlich erledigt sein. Ja, wunderbar. Tschüss. Ja, bitte. Das ist scheiße, sowas. Wenn ein Raum verbuggt ist, hat man keine Chance. So, gerade nochmal einen Schluck getrunken. Ah, trautes Heim, Glück allein. Nirgendwo kann man glücklicher sein. Da haben wir schon wieder eine E-Mail. Bunker. Bunker können wir nochmal. Kindergarten. Haus zur Renovierung. Wir nehmen mal den Bunker. Falls der Tornado kommt, möchten wir natürlich niemanden hier in Gefahr bringen. So, dann gehen wir einmal in den Keller. Mal ganz kurz wischen.
Gut.